Hi und willkommen zu einem neuen Video. Wir packen's und fahren jetzt zu einer kleinen Stadt, vielleicht sogar ein Geheimtipp, hier in Andalusien. Und wohin es geht, das seht ihr gleich. Ja, im letzten Video habt ihr ja gesehen, was für einen Stellplatz wir hier haben. Habe ich noch mal kurz gezeigt, dass wir angekommen sind und wir stehen hier ganz in der Nähe von Malaga. Man kann das Meer von hier aus sehen und hier ist so eine Frisbee-Anlage. Und es war Wochenende, es war richtig cool. Hier waren total viele Leute, die Frisbee gespielt haben. Wir haben uns auch mal probiert. Aber wir haben nur so Hunde-Frisbees, deswegen waren wir nicht ganz so gut. Ja, und jetzt fahren wir los. Es geht los. Also anschnallen, Popcorn-Tüte aufmachen oder auch nicht. Also vom Abfahrtszeitpunkt bis jetzt 1,5 Stunden. Und wir dachten, in 20 Minuten sind wir da. Dauert das bei euch eigentlich auch so lange? Ich weiß nicht warum. Also bei uns dauert alles so lange im Vanlife. Wir kommen eigentlich gefühlt manchmal zu gar nichts. Ja, so ist das. Aber jetzt kommen wir zu was, und zwar nach Mias. Jetzt schauen wir uns das Ganze Mijas. Mal an. Mijas! 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 Mias! Ja, ich bin halt für die Deutsche, weißt so. Die sprechen so, die verstehen mich so. Wenn ich Mijas sage, dann kommt die irgendwo in der Schweiz an. Oder? Ja, die Mijas Gang ist jetzt durch Mijas gelaufen und ich fand es gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Es war ein bisschen touristisch, aber hinten in den Gassen war es dann doch ganz schön. Das ist richtig schön. Gell? Ja. Hat es euch auch gefallen? Ja. Ja, sehr schön. Ja. Also man hat hier eine sehr schöne Aussicht und es ist halt sehr easy zu erreichen von Malaga aus zum Beispiel, was nämlich unser nächstes Ziel ist. Da geht es jetzt gleich hin. Aber vorher müssen wir noch ein paar Sachen erledigen. Ihr wisst ja, im Van kommt das Wasser nicht einfach so aus dem Wasserhahn, sondern es muss aufgefüllt werden. Und dafür suchen wir uns jetzt eine Station, wo wir das machen können. Also das Wasser haben wir aufgefüllt. Insgesamt haben wir 110 Liter Wasser dabei. Und das reicht uns so für eine gute Woche. Und jetzt müssen wir noch Gas kaufen. Wir haben nämlich Gaskartuschenkocher und keine festverbaute Gasflasche. Und da brauchen wir so 2 Gasflaschen in der Woche, manchmal 3. Eine kostet aktuell 2,50 Euro und die können wir hier im Baumarkt kaufen. Ja, von dem Jahr haben wir dafür noch ungefähr 1,20 Euro oder so bezahlt für eine Gasflasche. Weil wir haben sogar 30 Stück für 30 Euro bekommen. Aber das ist aktuell, ja, noch läuft das so bei uns. Und jetzt sind wir hier im Baumarkt und kaufen die ein und dann suchen wir uns auch einen Stellplatz. Ja, da sind wir angekommen. Hat alles doch ein bisschen länger gedauert, als Hallo. Wir gedacht haben. Hallo. Aber wir sind im Hellen angekommen und zwar 2 Kilometer vom Stadtzentrum in Malaga entfernt. Und hier sieht es so aus. Ja, cool. Ja, da hinten steht Ronny. Der Verfahrer. Und die Stadtjugend hier von Malaga, ne? Ist ordentlich am Boffen. ja, und hier wollen wir jetzt morgen stehen bleiben und uns die Stadt von hier aus angucken. Wir laufen eine halbe Stunde in die Altstadt. Ich würde mal sagen, gar nicht mal so schlecht für den Stadtparkplatz. Dann bis morgen. Bevor es hier weitergeht, möchten wir euch unsere Detox-Denim-Hose von Armed Angels vorstellen. Auf 10 Quadratmeter haben wir nicht viel Platz für viel Zeug, also kommen nur unsere Highlights in unseren Van. Und diese Hose ist ein Highlight, denn die besteht aus 100%igen recycelten Materialien.
Wusstest du, dass konventionelle Jeans bei der Herstellung extrem viel Wasser verbrauchen, unser Klima durch einen hohen CO2-Ausstoß belasten und durch gefährliche Chemikalien das Grundwasser verunreinigen? Aber bei der Herstellung der Detox-Denim ist das anders. Alle unnötigen Chemikalien wurden ersetzt, von Bio-Baumwollanbau ohne synthetischen Pestiziden bis zum Bleichen ohne Chlor. Und auch du kannst etwas tun, zum Beispiel neue Kleidung Secondhand shoppen, deine Kleidung weniger waschen und an der Luft trocknen und am besten gar keine Fast Fashion mehr kaufen. Mit unserem Code David und Melinda 15 spart ihr 15% bei eurem nächsten Einkauf. Alle weiteren Infos in der Videobeschreibung. Ja, Nusa chillt da so schön und guckt raus. Und wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht für unsere Verhältnisse ziemlich früh. Wir fahren jetzt nämlich schon, es ist kurz vor 9 und wir fahren gleich los nach Malaga. Wir haben nämlich gestern nach Plätzen in Malaga gesucht und wir wollen doch nicht reinlaufen, weil irgendwie haben wir nicht das Gefühl, dass das Auto hier sicher steht. Ist ja doch ein bisschen weit ab vom Schuss und deswegen werden wir nach Malaga reinfahren. Es gibt eine Tiefgarage, da können Vans parken. Man sollte vorher wohl anrufen. Hola, buenos días, soy David. Una pregunta, ¿tienes sitio para dos camper a las 10? A las 10 de la noche. A las 10 en la mañana. Sí. Gracias. Jo, die haben Platz und ich habe in sehr schlechtem Spanisch das abklären können. Also, einfach babbeln und es funktioniert, ne? Juhu, fahren wir los. Ja, grüezi miteinander. Also mittlerweile ist es 10 Uhr und wir sind immer noch da. Nicht in der Tiefgarage. Von unseren Nachbarn, den Schweizern, ist nämlich der Hund abgeluchst. Und, beziehungsweise nicht abgeluchst, aber der hat keine Lust ins Auto zu gehen und lässt sich nicht einfangen. Also sind die seit einer guten Dreiviertelstunde weg und ja, versuchen den ein bisschen abzulenken, dass er wieder Bock hat ins Auto zu kommen. Also frühstücken wir hier erstmal und dann sehen wir uns gleich in der Tiefgarage. Also cool, vier Parkplätze hat es hier für Camper. 2,70 Euro für eine Stunde. Jetzt versuchen wir hier mal einzuparken, ne? Cool. Sogar richtig mit Service hier. Der hat uns gezeigt, wo der Platz ist und so. Und für den dran kann dann Ronny parken. Ja. Und Xenia. Ja, und Thanos, wenn er mitkommt. Nachdem wir jetzt so viel Kaffee getrunken haben und gefrühstückt haben, schauen wir uns hier auch mal eine Sehenswürdigkeit an. Und zwar laufen wir jetzt so 8 Minuten zu einer Kirche. Ja, Melly telefoniert währenddessen mit Oma, also. Liebe Grüße an dich, Oma. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einen ganz besonderen Zuschauer grüßen. Und zwar nämlich meinen Neffen Colin. Der schaut sich immer unsere Videos ganz fleißig an. Und finde ich schön, Colin. Ja, vielen Dank, dass du dir unsere Videos anschaust und ich freue mich auch schon, dich bald wiederzusehen, wenn wir in Deutschland sind. So. Und dann geht es jetzt weiter hier im täglichen Business. Oh! Hey, ich wollte gerade sagen, das ist Uri-Sushi. Guck dir das mal an, Uri. Hä, ist das Schweizer Sushi jetzt oder was? Ja, das sind Auswanderer, nehme ich an. Auswanderer? Ja, ja, sehr wahrscheinlich. Meinst du, die machen gute Sushi? Wow, oh, ist aber hat leider alles zu heute, ne? Ja. Es ist ein Feiertag. Wir wissen auch nicht, was für ein Feiertag ist, ne? Keine weißt was. Du das? Nee? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Thank you.
Ja, wenn ihr Kaffee mögt, dann habt ihr hier in Malaga auf jeden Fall viele schöne Cafés. Ich werde euch in die Videobeschreibung mal alle Speciality Coffees reinschreiben. Und wir laufen jetzt mal weiter und gucken, was die Stadt noch so zu bieten hat. Ist auf jeden Fall heute Feiertag, andalusischer Tag ist heute. Deswegen ist ein bisschen wenig los gewesen, aber jetzt sind die Leute auf den Straßen und genießen ihren freien Tag, schätze ich mal. Ist auf jeden Fall eine schöne Atmosphäre hier, ganz anders als in Mijas. Und viel authentischer finden wir. Und Nusa wartet im Auto, deswegen gucken wir uns jetzt nochmal so ein Stündchen die Stadt an und dann geht's auch zurück zum Auto. Aber Mädels, wir haben noch was vergessen, ne? Wir wollten hier noch Kaffee holen. Also ich gehe nochmal kurz rein und hole nochmal ein Paket. Du hast schon ein Paket gekauft. Ja, eins. Wir wollen doch sparen. Sparen. Unser Tiny House. Hast du schon wieder vergessen? Wir sollen mit Supermarkt Kaffee trinken. So wird das nix. Nee, weniger Kaffee trinken. Weniger Kaffee trinken? Ja. Wie soll das gehen? Guck mal. Was hast du bezahlt? Das ist der teuerste Kaffee, den wir geholt haben. Nee. Ja. Was hast du bezahlt? 19 Euro. Oh. Tiny House, adieu. Guter Kaffee kostet einfach auch ein bisschen mehr. Aber zum Beispiel, ihr könntet ja auch unseren Kaffee kaufen, falls ihr Lust habt. Wir haben nämlich auch einen Kaffee. Eine eigene Kaffeeröstung. Die kostet zum Beispiel nur 9 Euro und ist auch sehr lecker. 9,30 Euro. Und der schmeckt auch sehr gut, der Kaffee. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Sieht hier stellenweise gar nicht so aus, als wäre man in Europa, sondern, weiß ich nicht, vielleicht eher so Südamerika, Kuba oder... Ich war da selber noch nicht, wobei in Kuba schon als Kind, aber so stelle ich mir das da irgendwie vor. Sehr, sehr tropisch sieht das hier teilweise aus, auch so die Bauten. Das gefällt uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. Viele haben nämlich auch gesagt, ja, Malaga ist jetzt nicht so eine tolle Stadt. Und ich glaube auch teilweise, dass es mit dem Camper sehr anstrengend sein kann, hier was zu finden. Deswegen verlinke ich euch auch mal den Parkplatz, die Tiefgarage, wo wir unser Auto abgestellt haben. Wir laufen jetzt hier durch die Gassen und müssen gar nicht an unseren Camper denken, was sehr, sehr cool ist. Oh, sieht das schön aus hier. Ich bin heute richtig im Shoppingfieber, hey. Also, Bun & Coffee hat auch guten Kaffee. Da habe ich jetzt gerade so einen Donut geholt für nachher, wenn wir mal im Van sitzen. Und auch guten Kaffee gerade gekauft. Paket Nummer 3 für 11 Euro. So, wir sind gerade in Marokko angekommen, ganz spontan rübergefahren. Ja, wir sind hier gerade vorbeigelaufen und haben gesagt, boah, wir haben so Hunger. Und auf einmal stehen wir hier vor so einem Kebabladen. Und jetzt werden wir uns eine Pita Falafel bestellen. Richtig cool, in so einem marokkanischen Stil. So, das war lecker. Und jetzt, wer hat Lust auf Strand? Weil wir wollen unsere Hundis abholen. Die sind jetzt nämlich schon 2,5 Stunden allein im Auto, die Armen. Und jetzt wollen wir mit denen an den Strand fahren. Also würde ich sagen, sehen wir uns da gleich. Ja, hat hier jemand was vom Strand gesagt? Irgendwie haben wir den Strand ausgelassen und sind hier direkt in die Berge hoch. Weil irgendwie war uns nach Natur und nach Ruhe, nach so vielen Wochen am Strand, zwischen so vielen anderen Campern eingepfercht, haben wir langsam irgendwie den Glauben verloren, dass wir so einen schönen Platz in der Natur finden können. Und den haben wir jetzt hier gefunden. Xenia und Ronny sind immer noch mit dabei und es ist auch richtig schön. Wir haben hier Sport gemacht, wir haben hier schön gefrühstückt. Und ihr glaubt nicht, was es hier jetzt gibt, und zwar lauwarme Quellen. Anscheinend nicht weit von unserem Stellplatz hier entfernt. Und es ist hier einfach so eine traumhafte Ruhe und die warmen Quellen, ja, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten Wanderung von hier. Und deswegen machen wir uns jetzt auf. Wir haben uns jetzt schön angezogen. Nachts ist es sehr kalt hier, teilweise 0 Grad. Aber tagsüber ist dann die Sonne doch recht stark und der Wind auch weg. Und deswegen gönnen wir uns jetzt mal wieder ein Bad. Die letzte Dusche ist nämlich schon eine Woche her, haben wir vorhin nachgerechnet. Ich würde mal sagen, wir packen es mal langsam. Ich bin noch ein bisschen kaputt, weil Xenia hat heute wieder Sport mit uns gemacht. Und die macht uns fertig, ich sag's euch. Also Freunde, andiamo! A bagno! Komm Freunde!
Aber wir müssen ja noch die Tür zumachen. Ja, warte mal, ich kann das rausholen. Okay. Und dann sind wir schön frisch. Wenn ihr das Video anguckt, dann sind wir alle so frisch. Die Wanderung hier runter ist so schön und es ist so windstill hier unten und ruhig. Und jetzt laufen wir hier über den Fluss ein Baumstamm umgekippt und da laufen wir jetzt rüber. Guck mal hier, genau da vorne. Es ist auf jeden Fall, es ist eine traumhafte Gegend und wir sind hier ganz allein, also man trifft hier keine Menschenseele. Ja, und unser Hund, der muss da jetzt auch mal rüber. Bin ich mal gespannt, wie sie das macht. Na, bist du bereit, über den Baumstamm zu laufen? Nein. Ich müsste lieber Nelly auf den Arm nehmen und nicht Lisa. Kalt. Es ist kalt? Also es ist kein Flusswasser, aber es ist nicht warm. Wie gestern gesagt hat sich wärmer angefühlt irgendwie. Oh, das ist doch voll okay. Weil es gestern war es kälter, jetzt sind wir ja warm, weißt du? Aber es ist wirklich lau. Es ist einfach lau. 20 Grad vielleicht? Ja, vielleicht 20. Das ist doch geil. Für eine kostenlose Dusche. Wieso bist du so traurig? Aber kein Spaß, ja, mach das kälter. Hm? Ja? Ja. Aber unser Becken ist, glaube ich, tiefer. Vielleicht ist das kalt, warm. Aber echt, euer Wasser. Oh, ihr habt richtig kaltes Wasser. Oh, danach müssen wir nochmal alle darüber. Ja. Ich habe vielleicht kalt. Prost. Ah, das haben wir uns verdient. Cheers. Cheers. Wie sagt man in der Schweiz Prost? Prost. Prost? Prost. Prost. Ja, ähnlich wie in Süddeutschland. So, Prost. Aber Prost. Prost passt. Ja, das hat richtig gut getan. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Wasserfall. Der ist auch ganz hier in der Nähe. Und den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ach so, und falls ihr euch wundert, was Ronny da mit sich rumträgt, das ist ein Wasserkanister, den hat er hier oben aufgefüllt, weil es ist Trinkwasser. Ja, den lasse ich jetzt besser stehen. Ja, jetzt, hier kommen wir hier nochmal zurück. Da lang, hier Luca, hier. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch mit dem Video für diese Woche. Wo dieser Stellplatz ist, das werde ich jetzt hier nicht hinschreiben, weil ich finde, zum Vanlife gehört es auch dazu, ja, so ein bisschen die Sachen selbst rauszusuchen. Also wir sind hier um Grenada herum und ja, wer Lust hat, der macht sich doch einfach selbst ein bisschen auf den Weg und dann findet man so wunderschöne Plätze auch. Falls euch das Video gefallen hat, dann ja, freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ich sag mal, ciao, ciao. Bis nächste Woche.